Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der DWC News. In unserem heutigen Fokusthema beleuchten wir die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz und des digitalen Wandels auf den Arbeitsmarkt. Gehen Automatisierung und Jobverluste wirklich Hand in Hand? Hören Sie spannende Ausschnitte aus unseren DWC-Interviews mit Chefredakteur Rudolf Blüchel und namhaften Experten aus den Bereichen Digitalisierung, Zukunftsforschung und mehr. Zunächst die wichtigsten Schlagzeilen aus der Welt der KI von meinem Kollegen David. Vielen Dank, Maya. AI-generierte Wahldesinformation. Im Vorfeld der Wahlen 2024 wird erwartet, dass KI-generierte Desinformation und Deepfakes zu einem großen Problem werden. Beispiele aus Argentinien und der Slowakei zeigen, wie Politiker KI nutzen, um ihre Gegner zu diskreditieren. Die KI übertrifft Menschen bei grundlegenden Aufgaben. Neue Benchmarks erforderlich. Laut einem Bericht von New Atlas übertrifft die KI jetzt Menschen in vielen grundlegenden Aufgaben wie Leseverständnis und Mathematik auf Wettbewerbsniveau. Diese Fortschritte erfordern neue, anspruchsvollere Bewertungsmethoden, da bestehende Benchmarks schnell veraltet sind. KI-Forscher fürchten Vergeltung bei offener Kritik. KI-Forscher warnen in einem offenen Brief, dass viele sich nicht trauen, auf die Risiken der Technologie hinzuweisen, aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen. Eine Gruppe von Wissenschaftlern fordert besseren Schutz für Whistleblower. Der derzeitige Schutz sei hauptsächlich auf illegale Aktivitäten ausgerichtet und decke die besonderen Risiken von KI nicht ab. Die Artikel zu den jeweiligen Schlagzeilen finden Sie in unserem Newsletter sowie unterhalb in der Beschreibung des Videos. Automatisierung und Jobverluste. Die Sorge ist groß, dass der Einsatz von KI zur Automatisierung von Prozessen zu erheblichen Arbeitsplatzverlusten führt. Die KI verschärfe die wirtschaftliche Ungleichheit und politische Entscheidungsträger stünden vor der Herausforderung, den technologischen Fortschritt mit sozialer Gerechtigkeit in Einklang zu bringen. Welche Herausforderungen, aber auch Chancen bringt die Automatisierung und der Einsatz von KI mit sich? Wie können sich Arbeitnehmer und Unternehmen darauf einstellen? Diese Fragen und mehr werden wir in den nächsten Minuten detailliert beleuchten. Hören Sie die Einschätzung von Dr. Sebastian Detmers, dem CEO eines der größten Digitalunternehmen Europas, der Jobplattform StepStone, der in diesem Zusammenhang über die Chancen und den Aspekt des großen Arbeitermangels gesprochen hat. Also grundsätzlich, glaube ich, müssen sich alle Branchen und vor allen Dingen alle Unternehmer oder Unternehmerinnen die Frage stellen, wie schaffe ich mit weniger Menschen mehr zu erledigen? Und die Antwort darauf ist Automatisierung, ist Digitalisierung. Und wenn wir darüber sprechen, denken wir häufig an die Roboter. Aber es sind ja vielmehr die Algorithmen, gerade wenn wir an den Dienstleistungssektor arbeiten. Wie schaffe ich es, repetitive, einfache Tätigkeiten zu automatisieren? Und die Technologien sind da, wir müssen sie jetzt anwenden. Und ich finde, gerade bei kleinen Unternehmen, bei mittelständischen Unternehmen, funktioniert das häufig ganz gut. Und wie schaffen wir es tatsächlich auch in komplexeren Gebilden, das umzusetzen? Das wird aber nicht überall funktionieren. Ja, an sich hat man ja da mit zwei Seiten eine Medaille zu tun. Auf der anderen Seite, wenn Sie sagen, mehr Automatisierung, dadurch verlieren ja doch wiederum mehr Menschen ihren Job. Also da die Balance zu finden, ich glaube, das ist ja dann auch eine ganz große Herausforderung. Auf der einen Seite die Arbeiterlosigkeit, weil Fachkräfte fehlen. Auf der anderen Seite mehr Automatisierung führt auch wieder zu weniger Arbeitsmöglichkeiten. Das stimmt, und das ist eine Urangst der Menschen eigentlich in der ganzen Geschichte der Automatisierung. Also man kann sagen, oder der Industrialisierung, der Erfinder würde ich es nicht sagen, aber einer der ersten Menschen, die die Industrialisierung vorangetrieben haben, war der James Hargreaves, der die Spinning Jenny erfunden hat, die erste Spinnmaschine. Die hat damals 8 Arbeiter ersetzt oder 8 Arbeiterinnen ersetzt. Und was haben die gemacht? Die sind dann nachts eingebrochen und haben diese Spinnmaschinen alle zerstört, weil sie nicht wollten, dass ihre Arbeitsplätze weggenommen werden. Als ein paar Jahrzehnte später, als im Londoner Hafen das erste Mal Verlademaschinen eingesetzt worden sind, da haben die Gewerkschaften durchgesetzt, dass die Arbeitsplätze nicht abgebaut werden sollten. Und dann sind die Arbeiter immer diesen Verlademaschinen hinterhergelaufen. Also nein, ich glaube, der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Ja, Maschinen ersetzen den Menschen. Aber sie schaffen neue Tätigkeiten, höherwertige Tätigkeiten und sie haben am Ende den Wohlstand geschaffen. Insofern ist
ist, glaube ich, wichtig aufzuklären, was macht Fortschritt, was macht Automatisierung und Digitalisierung und herauszuarbeiten, dass es Chancen bringt. Und natürlich noch einmal viel mehr, wenn wir weniger Menschen werden, die mehr schaffen wollen. Doch wie sieht es mit Jobs aus, die auf den ersten Blick nicht so einfach durch KI und Automatisierung ersetzbar sind, wie beispielsweise Manager- oder Führungspositionen? Welche Rolle spielt hier die KI? Erfahren Sie nun, wie Frank Dopeide, Gründer von Human Unlimited, die Zukunft sieht. Frank, lass uns auch mal ein bisschen einen Blick in die Ferne, in die Zukunft werfen. Die großen Themen ist ja KI, Digitalisierung. Ja. Wir haben es gerade in Corona-Zeiten sehr stark gemerkt. Welche Bedeutung hat das auf die Führung? Auch Automatisierung, KI bewegt ja vieles. Viele sagen, Massenarbeitslosigkeit wird irgendwann kommen, weil die Automaten alles ersetzt haben. Ach, da hast du im Übrigen ein sehr tolles Zitat von einem amerikanischen, Organisationsentwickler oder sowas Ähnliches, der gesagt, in Zukunft gibt es nur zwei Arbeiter in einem Unternehmen oder zwei Mitarbeiter, einen Menschen und einen Hund. Der Mensch ist dafür da, um den Hund zu füttern und der Hund ist dafür da, um aufzupassen, dass der Mensch die Geräte nicht anfasst. Also ein tolles Bild. Aber glaubst du, dass es so weit kommt? Aber wie gehen dann Manager damit um? Wie können die dann noch führen? Ja, also super komplexes, interessantes, gerade erst auftauchendes Thema. Nummer eins, KI-Automatisierung wird kommen mit großer Wucht, weil die Themen zu komplex sind, ne? Weil du alles nicht mehr entscheiden kannst. Es gibt die ersten Unternehmen, wo ein KI-Rechner mit im Management-Board sitzt. In Japan ist das der Fall. Um zu sagen, pass auf, der hat nicht die letzte Entscheidung, aber der hat eine Stimme. Ja, aber die Stimme zählt. Bei und allen die Stimme Entscheidungen, zählt. Was investiert wir sind sieben, er hat eine davon. Und die ist genauso viel wert wie die des CFOs oder der Personalchefin oder des Marketingchefs oder was auch immer. Weißt du, so, das ist interessant. Das andere ist, wer trifft denn dann die Entscheidung? Also nehme ich mal mein eigenes Beispiel. Ich habe jetzt ein Navi in meinem Auto. Wer trifft eigentlich die Entscheidung, welchen Weg ich fahre? Ich nicht mehr. Wer ist denn verantwortlich für die Entscheidung? Und eigentlich ist es ganz einfach. Der Mensch ist der Chef im Ring und die KI ist der Supporter. Und der Mensch muss auf den Knopf drücken, damit er das Gefühl hat, ich übernehme die Verantwortung. Die KI kann tausend tolle Sachen übernehmen. Wie viel Quälerei ist das hier, Termine mit unseren Kunden zu machen? Boah, wie viel Zeit wird da verplempert? Da ist keiner erfüllt von diesem Job. Weißt du, zu sagen, wenn es eine KI gibt, die das automatisiert machen, wie der allererste, der die kauft. Unsere Leute werden Zeit kriegen, zu sagen, pass auf, fällt schon was ein, was wir mit dieser Zeit machen können, was besser ist als Terminabstimmung. Aber all die anderen Dinge in der Interaktion mit Menschen, wer macht die denn? Und insofern habe ich so eine stille, sehnsuchtsvolle, optimistische Hoffnung, um zu sagen, was macht den Mensch denn aus? Die Intuition, die Kreativität, die Empathie, weißt du, all das, die Gedankensprünge, all das, was KI nicht schafft und auf lange, 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 lange Sicht auch nicht schaffen wird. Und wenn das die Aufgabe ist, zu sagen, unsere menschlichen Qualitäten, das, was uns wirklich von der Maschine differenziert, wird in Zukunft das Wertvolle. Dann kannst du fast alle Bereiche neu definieren, um zu sagen, das Mühsame geben wir ab und das macht KI. Erfahren Sie vom Zukunftsforscher Sven Jansky, Gründer und Chairman von To Be Ahead, wie die KI Abläufe in der Produktion, in Unternehmen und in Vertriebsprozessen verändern wird. Also ich meine dann natürlich auch KI, Digitalisierung schlechthin, aber gibt es vielleicht noch andere Technologien, wo du sagen würdest, okay, die sind, werden momentan noch ein bisschen weniger beachtet, aber die sind dann ganz, ganz wichtig in den nächsten 10 Jahren? Ja, in der Tat, gibt es. Also kurz zu der KI, dort ist die kann man die Prognose in einen Satz fassen. Die KI wird von einem Prognosesystem zu einem Entscheidungssystem. Das heißt, über die nächsten 10 Jahre werden wir aus dieser KI nicht nur Empfehlungen bekommen für menschliche Entscheidungen, sondern wir werden diesen KIs mehr und mehr Entscheidungen übergeben, weil die einfach bessere Entscheidungen treffen. Das betrifft Abläufe in der Produktion, in Unternehmen, das betrifft Abläufe in Vertriebsprozessen und so weiter, also eigentlich überall.
anderes Stichwort Vertrieb 2030. Hättest du dir vorstellen können, dass so viele Dinge im Vertrieb generell jetzt nur noch digital ablaufen? Es gibt ja sehr viele Softwareprogramme digital, von der Beratung bis zum rechtskonformen Abschluss, alles Mögliche, dass im Grunde es gar keinen Berater mehr draußen gibt. Ja. Wird das auch die Zukunft sein? Ja, natürlich. Das steht, seit 10 Jahren in unseren Studien. Also das, das ist für mich nicht besonders überraschend. Das, was wir nicht erwartet haben, oder also ich sage mal so, wir haben das damals in unsere Studien geschrieben und das ist ja, weil uns das ist ja, das liegt auf der Hand. Also für uns Zukunftsforscher liegt das auf der Hand. Allerdings die Umsetzung, die geht dann natürlich langsam. Ja, und jetzt durch Corona gibt es da so einen Schub, so einen Umsetzungsschub, wo das ein bisschen schneller geht. Aber letztendlich läuft es auf das, was ich gerade beschrieben habe, hinaus, dass es in Märkten einen großen, einen riesigen Bereich gibt, in dem das eben alles oder nahezu alles digital funktioniert. Sogar bis zur, also wirklich bis zur Abwicklung. Das ist nützlich, wirklich eigentlich für alle nützlich. Das ist für den Kunden nützlich, weil es billiger und schneller und so weiter. Für das Unternehmen nützlich, weil es billiger und produktiver und so weiter. Und es ist sogar, da kann man sich drüber streiten, aber aus meiner Sicht sogar für den Mitarbeiter, also in dem Fall für den Vertriebler nützlich, weil der muss nicht mehr diesen Unsinn, diese Unsinnstätigkeiten machen, ja, diesen Quatsch da. Ja. Lass uns mal jetzt über Unternehmen sprechen. Sven, wie sieht denn das Unternehmen der Zukunft, also in 10 Jahren aus? Wird das ähnlich Unternehmen geben oder worauf muss sich vor allen Dingen der Mittelständler einrichten, die KMUs? Also, das ist eine sehr breite Frage. Ja. Ich habe da Bücher drüber geschrieben, 400 Seiten drüber geschrieben sozusagen. Ich versuche das mal. Aber vielleicht so die wichtigsten Punkte. Ja, genau. Worauf muss sich der KMUler, also der kleine mittelständische Unternehmer, einrichten? Also über Technologie haben wir jetzt schon viel gesprochen. Ja? Und dass künstliche Intelligenzen da genutzt werden müssen, weil sie bessere Antworten geben. Und wenn ich sie nicht nutze, also das ist jetzt für den KMUler gar keine Frage, will ich das oder nicht. Das ist eine Notwendigkeit, weil der Konkurrent macht es sowieso. Und wenn der Konkurrent das macht, dann produziert der billiger und gibt diesen Preisvorteil weiter an die Kunden und ich habe kein Geschäft mehr. Also selbstverständlich werde ich KIs benutzen. Das ist ohne jede Frage. Und ich werde, und jetzt kommt es sozusagen zur Arbeitsweise, ich werde Teams haben, die aus Menschen bestehen und aus, also menschliche Intelligenz und künstliche Intelligenz. Ihre Meinung ist gefragt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Haben Sie das Gefühl, dass die KI sowie der Einsatz von Automatisierung von Prozessen zu erheblichen Arbeitsplatzverlusten führt oder mehr Möglichkeiten eröffnet? Schreiben Sie es in die Kommentare. Die einzelnen Interviews finden Sie unterhalb in der Beschreibung des Videos. Bis dahin bleiben Sie kritisch und informiert. Ihr DWC News Team.